Leute, was geht ab? Badam. Mario vs. Donkey Kong kommt bald und es ist in der Demo rausgekommen, auf der Switch kann man zocken. Und wir gehen einfach mal rein. Oh, man kann es auch zu zweit, okay. Sound ist ein bisschen laut. Okay. Klassisch. So. Ja, Mario vs. Donkey Kong habe ich nie gespielt. Ist ja nur ein Remake, Remaster, wie auch immer man es nennen will. Mit neuer Grafik. Soll irgendwie ein Rätselspiel sein. Ich habe es wirklich nie gespielt. Ich wusste nicht, dass so ein Spiel überhaupt mal existiert hat. Auf dem Gameboy oder so, keine Ahnung. Wir probieren es aus. Wir überspringen. Man soll doch nur viel Level spielen können. Es ist eh was mit Rätseln. Ob das jetzt so ein geiles Spiel wird, glaube ich nicht. Aber wir nehmen alles mit, was mit Mario ist. Und ihr seht jetzt, es sieht irgendwie aus wie so ein Handy-Game. Wisst ihr, wo man einfach ans Ziel kommen muss. So. Ja, okay, ich bin das hier jetzt schon. Das kann ich alles. Oha. Ich kann springen. Da kann ich anscheinend was greifen. Ja, und mehr irgendwie nicht. Okay. Wir müssen den Schlüssel holen oder was? Und da... Okay, also, wenn man hier drauf klickt, ist klar. Bum, bum, bum. Was sind diese Fragezeichen? Achso, ja, Sprungfeder, okay. Gegenstände aufheben. Warte mal. Ich nehme noch... Ah, oben links, also es gibt immer zwei Geschenke, die man einsammeln könnte. Wahrscheinlich nicht muss. Und jetzt muss man einfach mit dem Schlüssel zum Ziel, oder was? Sag mal, warum ist denn das so laut? Man kann nichts einstellen. Ein bisschen leiser gemacht. Zweite Level. Wir können das hier nehmen. Können wir es auf ihn werfen? Okay. Okay, man kann noch den Typen nehmen. So, wieder ein Geschenk. Jetzt kann man hier hoch. Okay, man kann ihn doch nicht nehmen. Oder wahrscheinlich nur von hinten. Kann man dann auf ihn drauf? Ja, okay. Okay, sobald man ihn berührt, ist man tot. Ja, ein bisschen komisch. Warum er dann... Warum er dann hier anzeigt, man kann ihn irgendwie nehmen. Meiner Meinung nach geht das nicht, aber egal. Ja, aber es ist ja bisher ein Witz, also... Okay, jetzt habe ich da irgendwie Baby Mario oder was? Hä? Okay, also Kindergarten-Game. Bisher. Weiß nicht genau. Warum brauchen wir so ein Spiel? Ich hätte lieber ein vernünftiges Mario gehabt. In 3D oder so. Hä, jetzt habe ich da irgendwie ein Level freigeschaltet oder was? Gut, durch die Demo weiß man, dass man das Spiel nicht kaufen muss. Nein, ich wusste es ja schon vorher, dass ich mir wahrscheinlich nicht holen werde. Es ist einfach so ein... Okay, dann gehen wir da hoch. Okay. Zeigt die wahrscheinlich auch an, ja. Ist halt so ein Rätselding, ich weiß nicht, Sigi. Ich brauche ein bisschen mehr Schwung. Jetzt können wir hier hoch. Ja, bevor ich den Schlüssel hole, den ich gar nicht holen kann. Weil ich muss da hinten erstmal... Oh, okay. Er kann nicht weit springen. Wie kriege ich denn das Geschenk? Oder kann ich irgendwo schnell laufen? Nein, ne? Hä? Ah, da kann man nochmal sich umgucken. Ne, schnell laufen kann ich nicht. Das heißt, der Jump würde nichts bringen. Na, warte mal, was ist denn, wenn ich jetzt... hier drauf drücke. Ah, okay, dann kann ich hier natürlich drauf.
Gut, dann können wir das, dann können wir den Schlüssel nehmen, also easy. Zack, dann gehen wir hier drauf. Okay. Das Spiel war früher beliebt, oder was? Ich weiß es nicht. Da unten ist wieder eins, das kriegen wir so nicht. Müssten wir, wenn, dann wieder eine Mülltonne nehmen. Die können wir hier hinwerfen und dann können wir das schon mal haben. So, hier können wir uns jetzt hoch flutschen. Haben Level up. Also ein Leben dazu. Können jetzt wieder hier hoch. Da oben ist Baby. Springen einfach über die rüber. Springen hier drauf. Müssen hier noch drauf. Und zack. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Find's cool, dass wir eine Demo rausgehauen haben. Weil, wie gesagt, man kann es testen, ist immer gut. Was zeigt er hier noch an? Okay, man kann die Dinger hochwerfen. Wenn das da schon so steht, dann müssen wir es wahrscheinlich irgendwie mitnehmen. Lass mich kurz mal nachdenken. Wir drücken da rechts drauf. Dann wird das da frei. Oh, scheiße. Jetzt ist das ja weg. Also, wir können das Geschenk nehmen. Na. Ach so, wir müssen erst... Wir müssen einfach den Schlüssel hier rausnehmen. Legen ihn hier hin. Man hat nur 12 Sekunden. In 12 Sekunden... Okay, beeil dich. Ne, schaffe ich nicht, oder? Nee. Hä? Ach so. Nee, warte mal. Wie kann ich den jetzt einfach da... Ich kann damit nicht klettern. Ah, warte mal. Ach so, man kann die Sachen ja hochwerfen. Ja, okay, okay, okay. Okay, okay. Oh, nur noch 30 Sekunden. Ja, Moment mal. Okay, ich muss ihn erstmal hier hinlegen. Oh, ich muss mich beeilen. Zehn Sekunden! Ja, okay, haben wir aber auch geschafft. Ein bisschen nachdenken. Okay. So, was sagt er hier wieder für einen Tipp an? Springen und hochwerfen. Erstmal das Geschenk einsammeln, ist klar. Dann könnte man jetzt hier hochjumpen. Ich könnte quasi jetzt schon das Level beenden. Aber ich will ja alle... Geil, von Donkey Kong das Ding. Okay. Ja, um das da zu kriegen... Muss ich einmal eine Mülltonne mitnehmen. Wenn, dann wollen wir ja schon alles haben. Okay, easy. 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 Ich musste nicht mal... Lol. Okay. Easy, easy. Und jetzt hier drauf. Und zack. Ja, okay. Das Spiel werde ich mir nicht kaufen, ist ja langweilig as fuck. Ja, auch wenn es ein bisschen schwieriger wird, wahrscheinlich ein bisschen knobeln, aber dafür. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. 9,99 € würde ich dafür zahlen. Aber. Ja. Ja, wie steht. So, weiter geht's.
So, jetzt müsste hier wieder was aufgehen. Ja, rechts, okay. Ja, aber ich hätte nichts Besonderes, ne? Oh. Let's go, little guys. Hä? Mir folgen ein paar Lemminge. Leite die Marius zu den Buchstaben. Ach so. Okay. Komm mal her. Okay. Lol, wie leicht. Hey. Ach so, die müssen da rein. Hä? Also, lol. Naja. Weiß ich nicht. Oh yeah. Was ist jetzt los? Ach so, das war's. Das war die Demo. Okay. 4 Level. Also wenn sie nur 4 Level zeigen, dann werden sie nicht viele Level haben. Weil wenn sie 5000 hätten, dann hätten sie jetzt auch schon 10, 20 gezeigt. Man sieht da zwar jetzt noch ein paar Level, aber im Grunde musst du einfach nur von A nach B kommen. Ein paar Dinger, ein paar Schalter. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich google jetzt mal nebenbei, wie teuer das ist. Wenn es wirklich 9,99 € vielleicht auch noch 99, aber kommt mir jetzt nicht mit Vollpreis. Mario vs. Donkey Kong. Direkt bei Nintendo kaufen. Store. 49,99. No fucking way. Kommt übrigens am 16. raus. No fucking way. Nee. Das ist krank. Also ich rate jedem davon ab, also außer er hat Bock da drauf, ja gut, dann soll er das Geld ausgeben. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.